Mann, ey. Hey, Bro. Yo, ich bearbeite hier gerade den Mist, den du gestern fabriziert hast. Was meinst du? Ja, das mit dem Intro, dass du uns beide in einem Video haben wolltest. Mach mich nicht wütend. Du bist schuld, ganz allein. Ey, Junge, so war das nicht gemeint. Bleib locker, Bro. Ey, ich bearbeite das schon. Alles gut, alles gut. Da hast du nochmal Glück gehabt. Und vergiss nie, stay positive. Da hättest du mich fast gehabt, Mann. Stay positive. I like it. Yeah, buddy. Was geht ab, ihr Lieben? Sei ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Gestern war das Tutorial, gestern wurde das Tutorial abgeschlossen, vorgestern haben wir das Spiel überhaupt erst angefangen. Heute die letzte Folge für euch, wenn ihr dann Bock habt. Auf Steam habe ich das Ganze gefunden, vielleicht gibt es das auch sonst noch wo. Auf jeden Fall ist es free to play, so gehört sich das und jetzt geht es doch direkt einmal weiter. Wir sprechen mit Artemis, eine gute Assistentin zu finden. Gute Reise. Ich beschleunige das einfach mal, denn der Pfeil zeigt uns sowieso, wo wir hin müssen. Rede mit Kanzler, mit dem Kanzler. Grüße, Bürger. Willkommen auf Nexus, dem berühmtesten Planeten der gesamten Galaxie und einstige, sagenumwobene Heimat unserer eldanischen Gönner. Gemäß unserer ersten Analyse bietet Nexus unerschlossenes Grenzland, mächtige, uralte Technologie und eine Fülle einzigartiger Alien-Gattungen. Nice. Nichtsdestoweniger umgibt Nexus ein Mantel von Geheimnissen und Mysterien. Das größte Rätsel bleibt, warum die heiligen Eldar nicht mehr hier sind und was zu ihrem Verschwinden führte. Okay. Deine eine übergeordnete Story. Der sieht so böse aus. Er sieht so böse aus. Es ist so geil, dass man seinen Charakter wirklich ganz individuell nach seinen Wünschen erstellen kann. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt euch nochmal die erste Folge an. Da habe ich den Charakter, ja, habe seine Augen ganz klein gemacht, habe ihn ganz böse aussehen lassen. Reise nach Nexus. Ja, erstmal vielleicht hier hin. Na gut, hier lernt man einfach nur andere Charaktere kennen, richtig? Starcom-Station gebaut. Das Haus Sinn hat eine Expedition in die Anlage organisiert, um den Würfel der Ältesten zu bergen, bevor die Verbannten ihn in ihre dreckigen Finger bekommen. Er enthält das Wissen der Eldan. Dank der tiefroten Sande macht die blutrote Insel ihrem Namen alle Ehre. Die Verbannten haben sich auf dem unwirklichen Boden hier kann ich wahrscheinlich zu zwei Orten jetzt reisen. Annihilator aktivieren. General Kriegstreiber und Annihilator, Blutrote. Oh. Ist das geil. Also wir haben jetzt sogar schon zwei Möglichkeiten. Also man kann seine Story auch hier maßgeblich selbst entscheiden. Und den eigenen Weg wählen. Voll gut. Sämtliche Eldan-Technologie auf Nexus ist Eigentum des Kaisers. Wer sie in die Hände der Verbannten fallen lässt, wird mit dem Tod bestraft. Wir wünschen guten Flug. Danke. Den werde ich haben. Hoffentlich eine saubere Landung. Und jetzt geht's, denke ich, auch gleich los. Wahrscheinlich auch ein Game, wenn ich das hier so richtig sehe. Man kann hier auch Geld ausgeben, wie bei den meisten Free-to-Play-Games. Aber muss man nicht. Also bisher habe ich ja nichts ausgegeben, werde ich auch nicht. Das haben wir so zocken.
Verstanden. So, quatschen wir mal erstmal mit den Leuten. Gute Reise. Beschleunigen wir alles mal ein bisschen. Ich will ja heute auch noch ein bisschen fighten. Der ist ja auch geil. Hey, wen haben wir hier? Oh, no, 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 nicht mit mir, nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir, nicht mit mir. Geil, Alter. C. Kommunikation. Das ist eine super Idee. Kupfer. Joa, keine Ahnung. Alter, der zerfetzt einfach genial. Mit dem hier. Hä? Mit dem habe ich doch schon gequatscht, ja? Was? Mann, du beschäftigt! Ja. Achso, ja. Mhm, Errungenschaften. Ja, alles klar. Okay, Minen. Minen, drei Minen entschärfen. Darum kümmern wir uns jetzt mal als erstes. Nice, wo ist die nächste Mine? Was? Ah, hier. Okay, nächste Mine. Und ich muss noch ein paar von den Viechern töten. Ah, hier ist auch gleich noch eine Mine. Die nehmen wir doch auch noch gleich mit. Ey, total gut. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich. Aber voll geil, dass man sich in diesem Spiel einfach so cool verlieren kann. Ich habe leider nicht immer die Zeit, jedes Spiel so zu daddeln. Weil ich ja für euch auch immer wieder was Verschiedenes aufnehmen will. Aber wenn es euch gefällt, lasst erstmal einen Daumen hoch da und dann zockt es einfach. Free to play. Ich glaube, der PC hat auch nicht da die überhöchsten Anforderungen. Also man kann es auch mit einem mittelmäßigen PC. Ich denke mal, man kann vielleicht die Grafikeinstellung noch ein bisschen hochschrauben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Okay, melde dich. Melde dich bei Mundo Sox. Ah, dann ab zu dem Jungen. Wupp. Ja, ja. Hier kann ich irgendwas. Ich nehme einfach erstmal alles an. Gut, gut. Und jetzt geh. Ich habe das Gefühl, es ist etwas ruckelig, das Spiel. Es liegt aber oft daran, dass eben mein Aufnahmeprogramm auch noch läuft. Also bei euch wird das mit Sicherheit wesentlich flüssiger laufen. Das sind die Roboter, richtig? Okay, wieder ein Kommunikat. Stars. Ich werde die Soldaten retten. Also es ist ganz cool, ey. Es läuft sehr flüssig. Sobald man eine kleine Quest erreicht hat, dann kann man direkt zur nächsten.
Ein schönes Gemetzel. Yeah. Also liebe ich das. Ja, hier ist noch einer. Ja, aber ich bin auch nur permanent betäubt, ne? Bam. Sauber. Wo muss ich jetzt hin? Die Stasisfeld. Also bisher haben die Gegner noch keine Chance. Interessant wäre es natürlich auch, wenn man, wenn man einen spielen würde, der so ein bisschen auf Entfernung schießt, aber also macht es mir eigentlich am meisten Spaß, so also ein bisschen Wolverine-mäßig. Okay, ich springe in den gefangenen Soldaten, um ihn zu befreien. Einer nach dem anderen. Bam, 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 bam. Wupp, was? 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 Ah, hier. Der nächste Generator. Hup. Schön. Ich liebe diesen Charakter, Alter! Das ist ein richtiger Schnetzler! Oh, hier ist der nächste. Zack! Wird direkt erstmal befreit. Brauche noch nicht so viel die Unsichtbarkeit einzusetzen. Was ist das denn hier? Hit, weiter geht's. Yeah. Alles einsammeln mit V. Wäre hier irgendwas? Ne, okay, dann hier ran. Neue Errungenschaft. Nice. Nice. Eine größere Mission wieder erledigt. Aha, Generator. Zerstört. Bazinga. Das habt ihr nicht erwartet, wa? Okay, wie sieht's aus? Jetzt Kommunikation, den Stecker ziehen, Haube. Ich nehme natürlich alles an. Mal ganz kurz schauen, 105 Meter. Erstmal werden hier Schädel ge... Ich habe eine neue Fähigkeit! 4, sauber, was... Was ist das? Markiert 5 Gegner. Neue Errungenschaft, schön. Wie funktioniert denn das jetzt?
Immer schön die Beute mit V einsammeln. Nicht vergessen, Freunde, falls ihr das selber spielt. Also. Okay. So nicht merklich. Belohnung. Alter, geil. Ach, man kann auch seine Fähigkeiten aufleveln. Okay, ich habe nur eine ganze Map. Barbarenküste, okay. Leviantbucht, da waren wir noch gar nicht. Hey, es ist geil. Also in dem Spiel ist eigentlich an alles gedacht. Jetzt, wo müssen wir hin? 300 Meter. Okay, Mondo Sachs. Zu dem wollten wir. Unsichtbar ran. Okay. Kaufen, verkaufen. Ah, Inventar. Ich würde eigentlich die Sachen eher gerne selber anziehen, wenn ich wüsste, wie das geht. Ups. Ist jetzt direkt verkauft, oder was? Okay. Rückkauf. Ich will mal ganz kurz, ich will jetzt erstmal gucken, wo ist überhaupt mein Inventar? Komme ich zum Inventar, Steuerung. Tastenbelegung. Inventar ist I. Könnte man sich fast denken, wie benutze ich denn das jetzt? Ach so. So, wurde jetzt, bin ich jetzt verbessert? Hier? Befinde. Ja, habe ich verstanden. Ausrüsten. Genau. Was können wir uns noch irgendwo ausrüsten? Schön. Und? Das ist jetzt die Frage, sehen wir auch anders aus? Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, meine Freunde, 18 Minuten jetzt in dieser Aufnahme. Wir haben wieder was geschafft, wir haben schön geschnetzelt und wir haben das Spiel jetzt wirklich zu Genüge gemeinsam kennengelernt. Ihr wisst, worum es geht und wenn ihr Bock habt, dann spielt ihr das Free-to-Play auf Steam oder sonst wo. Sucht es einfach. Es heißt, wie heißt denn das Spiel nochmal? Wildstar, ganz genau. Also Wildstar heißt das Spiel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Kreieren eures eigenen Charakters, was ja in der ersten Folge echt Spaß gemacht hat. Viel Spaß beim Entdecken dieser fantastischen Welt. Und morgen gibt es dann für euch wieder League of Legends. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao, ciao.